Ahoi Kapitäne und willkommen zu einem neuen How Not to Play. Diesmal Miyoko, den japanischen Kreuzer Tier 7. Ja, das ist sehr grenzwertig, muss ich sagen. Insbesondere, also es wird ein kurzes Video. Es geht hier hauptsächlich natürlich auch um den Chat. Deswegen werde ich dieses Video auch definitiv an Wargaming schicken. Und ja, wir sind unterwegs mit der Scharnhorst. Und es geht also los mit unserem Lieben in der pinken Miyoko hier an Backbord. Man kann es auf der Minimap ja sehr gut erkennen, wo der steht. Ist ja gar nicht weit weg. Und jetzt geht's also los mit irgendwelchen kryptischen Einträgen in einer bestimmten Landessprache. Ich kenne sie nicht, muss ich gestehen. Und offensichtlich kennt sie einer unserer Verbündeten auch nicht. Er fragt nämlich auch, ist das Klingon? Und dann kommt ein leichtes Lächeln dazu. Und ja, so geht's dann also weiter. Weil die Frage stellt sich dann vielleicht auch, nö, klingonisch ist das vielleicht nicht. Das geht mehr in Richtung Ferengi, also schreibt das auch einer rein. Wir halten uns hier komplett zurück. Wir machen gar nichts. Das Einzige, was wir haben, ist, wir haben ein deutsches Schlachtschiff. So, und da kommt die Miyoko. Und was macht diese Miyoko jetzt wohl? Sie nähert sich an. So, während wir jetzt hier artig nach vorne fahren, um unsere beiden Zerstörer, die A cappen wollen, jetzt zu unterstützen, kommt der immer näher. Tja, und was soll ich euch sagen? Wir sind entdeckt. Und man sieht also auch schon sehr, sehr schön, was da jetzt gerade passiert ist. Während wir jetzt hier unsere Verbündeten unterstützen, kommt von der Seite seine Attacke. So, wir treffen leider nicht. Aber da sorgen wir jetzt dafür, dass er trifft, weil da ist nicht mit Ausweichen, sondern da ist schön auf Linie bleiben, genau zielen, dass man auch getroffen wird. Und der erste Treffer und der zweite Treffer und der dritte. Und da zerreißt es ihn auch schon. Und raus ist er, während wir kaum Schaden genommen haben. Das ist jetzt alles gar nicht so schlimm. So dumm muss man erstmal sein, dass man sowas macht. Denn die Übersetzung, die ich mir jetzt hier über den Google-Übersetzer geholt habe, heißt homosexuell, faschistische, ja, und Wargaming und Deutsche. Ich muss sagen, also das ist für mich äußerst grenzwertig. Das hat auch mit einem Spiel nichts mehr zu tun. Das ist einfach ein totaler Epic-Fail. Sowas geht nicht. Solche Leute gehören aus dem Spiel gebannt, und zwar auf Lebenszeit. Der hat in keinem Spiel was verloren, bin ich der Meinung. Ich würde euch gerne was Lustiges zeigen. Ich finde es ja immer ganz lustig, wenn man das eine oder andere auch mal so kommentieren kann. Aber das geht, finde ich, gar nicht. Und wenn ihr sowas habt, schickt's an Wargaming und sorgt dafür, dass das Spiel sauber bleibt. Wenn ihr das auch so seht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal. Ja, und dann freue ich mich hoffentlich aufs nächste Mal.